Good morning in the morning. Ich bin die verrückte Ente. Wir sind zurück zu einem erneuten Let's Play mit Heyday. Ja, und heute habe ich extrem Kopfschmerzen. Ich glaube, weil gutes Wetter kommt. Es wird bald richtig schön. Heute war es schon schön. Endlich mal, muss man sagen. Endlich kommt schönes Wetter. Und, oh, Visitor-Bonus. Ja, dafür hätte man etwas sammeln müssen. So weit sind wir noch nicht. Kommt bestimmt irgendwann wieder. Aber momentan noch nicht. Bevor wir anfangen, ganz kurz muss ich etwas besprechen. Und zwar habe ich gesehen, es sind alte Enten zu uns gekommen. Schokomuffin und Petra und Lausi und Wonderland. Ich weiß nicht, ob sie die Videos gucken. Aber wenn, weiß ich nicht. Also ich hoffe nicht, dass die denken, dass sie immer noch maximal spielen. Wir spielen ja wirklich richtig lockeres Derby. So richtig locker. Hauptsache, man kann mitmachen. Ganz easy peasy. Kein Druck, kein Stress. Aber das sind ja Hardcore-Enten. Ne? Die sind von früher aus der alten Gemeinschaft. Ich hoffe nicht, dass die enttäuscht sind. Weil wir sind halt wirklich hier, ja, wir sind jetzt nicht die krassesten im Derby, aber wir sind eine liebe Entenfamilie, die halt miteinander spielt. Ich hoffe, das wissen die und sind die nachher enttäuscht. So, dann sammeln wir mal ein. Derby ist zu Ende. Tal müssen wir auf jeden Fall gleich einmal rein. Aber vorher, oh nein, was habe ich wieder angepflanzt, Also das hätte ich ja wohl wirklich, ich war jetzt wirklich seit einem Tag nicht mehr online, das hätte ich aber besser machen können. Jetzt habe ich so einen Käse da angepflanzt gehabt, so Möhren müssen wir einmal richtig wieder volle Kanone machen, Bohnen auch. Ja, man merkt, wenn ich einen Tag nicht online war, dann haben meine Helfer diese Sachen komplett gekillt. Ne? Also dann, ja, dann sind diese Sachen komplett weg. Also muss ich eigentlich immer nachholen, die Sachen. Bohnen und Möhren und alles, ne? Ja, aber das machen wir ja jetzt. Das machen wir jetzt. Zack, zack. Und wichtig ist auch immer, Sachen zu benutzen. Hier Sahne oder hier in diesem Fall Zucker, damit die auch wieder neuen machen. Hier zum Beispiel sowas hier, ne? Aber davon habe ich jetzt eigentlich genug. Nee, Marmelade möchte ich nicht. Ja, eigentlich. Mist, ich muss da was Neues einfallen lassen, weil Donuts habe ich eigentlich genug. Ja, es gibt auch andere Produkte noch. Hey, diese Scheune. Wo man das natürlich gut machen kann. Wo Zucker und Eier und ja, Milch. Ja, komm, wir machen jetzt einmal drei davon. Muss man sich halt merken, die Sachen, die damit gemacht werden. Und die sollte man dann auch wirklich vermehrt machen, damit die Helfer auch wirklich arbeiten für ihre Diamanten. Ne, die kosten ja Diamanten, dann sollen die auch gefälligst. Boah, ich habe so Kopfschmerzen, Leute. Also ich habe heute mit zwei Leuten telefoniert, die haben auch gesagt. Also der eine ist ultra müde den ganzen Tag. Das bin ich zum Beispiel gar nicht heute. Ich bin überhaupt nicht müde gewesen. Aber mein Schädel brummt, der brummt und summt. Und ich will aber auch keine Kopfschmerztablette nehmen. Empfehle ich auch wirklich jedem, nicht bei jeder Kleinigkeit immer zu machen, sondern ja, so wenig wie möglich immer am besten. Ne? Wenn es gar nicht anders geht, dann ja, aber ansonsten würde ich da wirklich weitestgehend drauf verzichten. Auch wenn es natürlich angenehm ist, ne? Kleine Kopfschmerzen, dann nimmt man eine Tablette und zack ist die weg. Ja, aber ist halt wirklich nicht gesund, wenn man das zu oft macht wegen jeder Kleinigkeit. Ne? So, gucken wir mal. Oh, die haben wir hier gesammelt. Sehr gut. Ja, ein bisschen. Oh, ja, stimmt. Oh, sehr gut. Da habe ich ja direkt 300 Platz. 330 Platz fast. Fast, ne? Also minus 6, also 324. Achtung.
Katsching. Ach, das ist schön. Das ist schön. Direkt wieder Platz. So, jetzt holen wir aber mal unsere Belohnung ab. Wir sind Erster geworden, lag aber auch daran, dass wir in einem tieferen Derby... Oh, schon wieder diese... Nein, wieso kriege ich die denn immer so viele? Ich kann die gar nicht gebrauchen, diese ganzen komischen Dekos da. Auf jeden Fall haben wir... Was wollte ich denn sagen? Haben wir... Genau, in einer tieferen Liga waren wir ja. Und dadurch ist es natürlich uns relativ einfach gefallen, obwohl wir nicht maximal gespielt haben, sondern ganz locker einfach, haben wir trotzdem hier ersten Platz abgeräumt. Ne? So, jetzt hole ich hier die Sachen. Soll ich jetzt überhaupt nochmal mixen? Nee, eigentlich sind nur die zwei ersten Sachen, die mir nicht gefallen. Deswegen lasse ich das diesmal tatsächlich so. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe immer nochmal gemischt, aber ich bin eigentlich zufrieden. Also für die zwei Sachen da vorne brauche ich das jetzt auch nicht machen. So. Jetzt sind wir wieder in der obersten Liga. Was natürlich bedeutet, wir werden wahrscheinlich nicht Erster, denke ich mal. Also das würde mich auf jeden Fall wundern. So. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach so langer Zeit, die ich schon spiele, ist es einfach wirklich angenehmer, gechillt zu spielen. Und so auch, dass es nicht so schlimm ist, wenn mal einer es nicht schafft oder so. Ja, dann ist das so, ne? Ist doch nicht schlimm. Dann schafft er halt nur 4 Aufgaben, ne? Das tut keinem weh. Das tut also zumindest bei uns in der Gemeinschaft tut es keinem weh. Man gibt einfach immer sein Bestes. Wir haben natürlich auch Leute, die spielen immer maximal. Ja, aber es ist keine Pflicht. Also ich habe auch alle Aufgaben letztens gemacht, aber nicht... Moment, ich muss mal hier... Wieso ist denn das hier? Warum? Nicht maximal. Ich habe, glaube ich, auch ein paar Aufgaben angenommen, die ein paar Punkte weniger hatten. Die waren halt einfach da. Dann habe ich es einfach genommen. Ne? Da habe ich gesagt, ja, und ist doch egal. So. Was müssen wir machen? Ey, Leute, wenn man so ein bisschen Kopfschmerzen hat, ne, dann ist man so ein bisschen auch verplant. So, erstmal hier einsammeln. Und ja, oh ja, da müssen wir auf jeden Fall mehr machen. Und da können wir auch direkt wieder Neues einsammeln. So, dann sind die auch ein bisschen größer, dann sehen die wieder schöner aus. Ne, weil so klein sieht das nicht schön aus. So. Zack, zack. Und einen noch. So. Und jetzt hier, da kann man auch immer machen, da geht immer viel Zucker rein, seht ihr? Kann man mal viel Zucker vernichten. Wobei, ich trinke meinen Kaffee schwarz. Ne? Also ich weiß es nicht, warum da Zucker rein soll. Hätten sie vielleicht irgendwie was... Nee, ja, was hätte man da anders machen können? Kaffeebohnen und... Ach, keine Ahnung. Hätte man nicht. Nee, ist schon richtig so. So, hier machen wir auch die. Das ist auch perfekt. Guck mal, da geht Milch rein, da geht Sahne rein, da geht Zucker rein. Also alles, was die Helfer so besorgen und machen. Deswegen, das ist Eis, ist auch perfektes Produkt dafür. Jetzt gucken wir eben hier rein. Einmal noch das und dreimal das. Ey, das muss ich doch jetzt schaffen. Ach, hör doch auf, ey, das muss ich doch jetzt schaffen. Mal eben die Herzchen einsammeln. So. Ich weiß übrigens gar nicht mehr, was das damit auf sich hat. Wenn man jetzt hier der Ruflevel einer Stadt kümmert, dich. Ja. Ja, Ruflevel. Ich glaube, das ist. Irgendwann spielt das auch keine große Rolle mehr. Das ist dann egal, welchen Ruf du hast, glaube ich. So, wir gucken mal eben bei, das sind jetzt die neu da sind? Nee, da kommen gerade noch welche an, oder? Ja, kommen gerade noch an. Dann gucken wir bei bereit, würde ich sagen, tun wir auch. Moment. Belohnung abholen.
Belohnung abholen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon zählt. Das ist ja eigentlich genau das, was die wollten. Hier, Belohnung abholen. Also nur diese Tierleute, ne? Also da bin ich noch nicht so richtig dahinter gestiegen, was die eigentlich möchten mit dieser Aufgabe. Also mit dieser Farmaufgabe. Das ist, ja, da muss ich mich auch nochmal schlau machen. Die schicken wir jetzt alle weg. Da, Farmpass erledigt. Ja, wunderbar. Da hat er ein Brett hingelegt, weil er geguckt hat. Und hier gucken wir auch mal kurz rein. Ein Puzzleteil da. Und drei Stück da. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Jetzt holen wir natürlich einmal kurz bei der Petra hier die zwei Jungs ab. Das... Hä? Hier holen wir einfach mal alle ab. Und das müsste eigentlich schon reichen. Ja komm, wir gehen zur Ute noch. So, komm, ist egal. Dann haben wir einmal die volle Ladung. Weil das müsste auch... Jetzt gehe ich einmal kurz hier gucken. Zwiebeln. So, einmal geholfen. Und hier helfen wir auch. Jeden Tag eine gute Tat, ne? Oder ganz viele gute Taten. Kann man auch machen. Ja, das habe ich nicht. Mein Gott. Da habe ich so viele Sachen jetzt helfen können. Die eine Sache, die hatte ich jetzt nicht. Na gut. Kann man. So, wir gucken jetzt mal eben hier rein. Bin mal sehr gespannt. Sehr, sehr gut. Ja, das holen wir direkt ab. Zack. Die Punkte holen wir auch direkt ab. 93.000 Punkte. Oh mein Gott. Kann man direkt mal gleich gucken, wie weit wir sind. Das auch direkt abholen. Direkt abholen. Okay, bis da sind wir gekommen. Boah, so viele Leute haben hier schon diese Diamanten vergeben. Da bin ich noch nicht. Frechheit. Frechheit. Muss auch so weit kommen. So, was war das eine? Die Punkte. Ja gut, hat jetzt nicht so viel oben bewirkt. Ich habe ja gerade erst ein Level abgehabt, ne? Ist dann natürlich auch ein bisschen schwierig, sage ich mal. Schwierig. So. Ja, wir müssen hier zu dem Einkaufsladen. Die Leute. Jetzt dauert das halt erstmal wieder, ne? Hallo, Nilpferd. Hallo. Braunes Nilpferd. Also die könnten schon ruhig von Haus aus so ein paar Namen haben, finde ich. Also einfach nur braunes Nilpferd, brauner Elefant, gelbe Giraffe. Also wirklich, da hätten sie wirklich, wirklich ein bisschen kreativer sein können. Vielleicht, wisst ihr, was cool wäre? Gibt es ja, glaube ich. Es gibt, glaube ich, so eine Heyday-Wiki, ne? Und wenn da zu jedem Tier eine, das soll ja so ein Reservoir sein, ne? So ein Tierschutzding hier. Wenn zu jedem Tier es eine Geschichte geben würde, die man dort nachlesen kann und das Tier einen Namen hat. Das wär doch cool. Wenn man wirklich so ein bisschen sich mit den Charakteren beschäftigt hätte. Man könnte vielleicht, könnte Heyday auch eine Homepage machen für Heyday, wo man wirklich die Tiere mit Namen und zeigt, wo die vorher gelebt haben, was denen vielleicht passiert ist. So vielleicht so wirklich so ein bisschen, ja, wisst ihr, dass man so, hier ist es einfach brauner Elefant, kleiner brauner Elefant, gelbe Giraffe, ja, ist doch doof. Ist doch doof. Ist ein bisschen lieblos, ne? Könnte man wirklich so ein bisschen Story mit einbauen. Das würde ich feiern. Das wäre gar nicht mal schlecht. So die Flotte Lotte zum Beispiel, die hat ihre Eltern, das ist die Flotte Lotte. Peter Lustig, habe ich den so genannt? Ja klar, muss ich ja. Der heißt ja nicht Peter Lustig, oder? Den muss ich so benannt haben wahrscheinlich. Graues Elefantenkalb. Guck mal, ach, braunes Elefantenkalb. Also wirklich. Sagen wir, das ist jetzt die Flotte Lotte.
Und die hat ihre Eltern verloren in dem und dem Serengeti-Gelände und sind auf der Suche und so lange lebt die jetzt bei uns. Und vielleicht noch eine kleine Geschichte, warum die Flotte Lotte heißt, weil die Flotte Lotte immer als erstes am Futter trug ist. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Eine Geschichte, den Charakteren ein Feedback geben. Auch dem Typen hier zum Beispiel, wie heißt der? Kraftprotz Dominik. Ja. Irgendwie so eine Story dem verpassen. So, warum sieht der so aus? Arbeitet der beim Zirkus oder was? Was ist mit dem hier? Wie heißt der? Händler Nate. Ach, keine Ahnung. Das ist irgendwie so ein bisschen lieblos ist es schon gemacht, finde ich. Da wäre Background richtig cool und interessant. Oder was sagt ihr? Sagt ihr, nee, interessiert keinen. Aber so wüsste man, ja, der arbeitet beim Zirkus und der trainiert seitdem der 30 ist, weil vorher war der Buchhalter und dann, keine Ahnung, hat er angefangen zu trainieren, warum auch immer. Also es ist irgendwie irgendwas Lustiges, irgendwie was Kurioses könnte man machen, wenn man das wollte. So, 2 und 3. Jawoll! So macht man das, Leute. So macht man das. So nicht anders. So, jetzt gucken wir direkt mal rein. Na, komm, komm, komm. Hier kann ich jetzt erstmal eine Maschine auswählen. Und ich würde sagen, dann nimm ich die Maschine. Und Diamanten. Nimm ich auch jetzt, ja. Nimm ich jetzt abschicken. So. Ja, dann sind wir ja schon ganz schön weit. Coole Sache. Also mir gefällt der Farmpass wirklich immer sehr. Also muss ich wirklich sagen, Farmpass gefällt mir. Und das Tal. Oh! Das Tal. Nee, das Tal gefällt mir auch sehr, wenn die Tiere da sind. Wenn nicht die Tiere da sind, dann ist es eine Katastrophe. Wirklich eine Katastrophe. Aber wenn die Tiere da sind, ist es echt cool. Dann macht es Spaß, muss ich sagen. Also Belohnung abholen. Bing, bing. Ich glaube, man kann ja nur eine bestimmte Anzahl, ja, 6000 Punkte nur. Das heißt, ich muss tatsächlich dann sogar was nehmen. Also die Belohnung habe ich jetzt schon drin. Locker halt, ne? Und ich könnte jetzt sogar schon anfangen, mir die ersten, also hier ist schon was auszusuchen. Ich würde wahrscheinlich Puzzleteile und die Dinger da nehmen, ne? Diese Baupläne zum Beispiel. Ja, vielleicht auch hier diese Rolle, aber der Rest interessiert mich eigentlich jetzt nicht so. Ne? Der Rest ist mir egal. So, jetzt einmal hier reingucken. Eine Belohnung abholen. 2 Hämmer. Ja. Ja. Ist okay. Ist okay. Och nee. Warum? Das hat es doch jetzt extra gemacht. Das hat es extra gemacht. So, 5 Diamanten. Fahrradente. So. Und, oh, wer war das? Ah, unser Totenkopffreund und die Petra. Ja, Totenkopffreund, der schafft es immer wieder ins Let's Play. Der ist richtig aktiv, ist der. So, ich bin raus und, ah ja, schöne Grüße hier an den Totenkopffreund, weil der guckt die Videos auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen und nehmt das Ganze nicht zu ernst, denn es ist jetzt bald schönes Wetter draußen. Kommt jetzt, ne, die Sonne. Und, die Welt wird auch wieder ein bisschen normaler, habe ich gehört. Ne? Viele, viele, soll ich Verbote sagen, werden gelockert. Geht raus, genießt das Leben. Ja, das ist das, was ich noch am Ende sagen will. Bis dann, eure Enten. Meine Enten. Ich bin, ihr merkt, dass ich Kopfschmerzen habe, ne? Ich bin raus. Tschüss.